Herzlich willkommen zu einem Werkstattvideo. Jetzt machen wir ja gerade eine Serie mit verschiedenen How-to, also im Prinzip Arbeitsanweisungen für den Umbau der 800er V-Strom. Der Plan ist, dass wir das nächstes Mal für alle Motorräder und alle Teile machen. Bei so einem neuen Motorrad natürlich von Beginn an das zu machen, ist natürlich viel einfacher. Und wir sind natürlich, und das muss ich zugeben, gerade so ein bisschen im V-Strom 800 fahren. Anders kann man das schon nicht mehr bezeichnen. Wenn ihr mal schauen wollt, das hier ist ein Level 1 Umbau. Also das Kit, was man für 1750 Euro bei Hessler Rally Team ordern kann. Und das verändert eure V-Strom so, wie ihr sie jetzt hier seht, nämlich ziemlich stark. Ihr habt ein komplett anderes Face, mit Handprotektoren, Dekorsatz, am Radfelgenaufkleber, dem Auspuff und natürlich dem Heckumbau, mit dem schlanken Heck. Und ich finde schon, dass die V-Strom auf die Art so richtig was hermacht. Viel mehr als die blassblonde Schönheit, die man sonst so einfach im Laden stehen sieht. Und ich muss zugeben, so richtig lange konnte ich mich nicht auf dem Standard Level 1, 2 Kit austoben, was ich mir ja, was wir ja bei uns hier in der Werkstatt selbst für unser Motorrad gebaut haben. Wir sind jetzt bei Level 3++. Der Heckumbau ist da auch noch dabei, ne? Also die sind schon gleich. Hier sind mal ein paar Mini-Blinker dran zum Vergleich. Der Dekorsatz ist selbstverständlich der gleiche. Der Tank ist ab, aber keine Angst, zum Fahren kommt er wieder dran. Der Motorschutz ist hier aus Aluminium. Während beim Level 1, also serienmäßig ausgelieferten Kit, da noch der Kunststoffmotorschutz dran ist. Die Räder sind hier blaue, weil ich es mag, Echselfelgen mit Motomaster Bremsscheiben. Die haben wir jetzt mal ausprobiert. Die sind nicht unbedingt besser als die Braking, die original verbaut sind. Haben halt ein bisschen anderes Design. Aber was viel wichtiger ist, im Gegensatz zu den doch recht breiten Serienfelgen, haben wir jetzt hier im Motorrad das Felgenkit Rally eingebaut oder Race. Und hier sind die Felgen etwas schmaler. Das sieht man besonders am Hinterrad, mal abgesehen von den 18 Zoll. Schaut mal, hier sind über 4 Zoll Felgenbreite. Damit kann man beim richtigen Endurofahren genau genommen nichts anfangen. Das braucht das Motorrad auch nicht. Und hier sind dann eben die 2,5 Zoll Felgenbreite. Die Endübersetzung, zumindest mal was das Kettenrad angeht, ist bei beiden gleich. Allerdings hat das umgebaute Motorrad mit dem 18 Zoll Hinterrad ein entsprechend kleineres Ritzel drauf, um die Sekundärübersetzung wieder anzupassen. Hier gibt es natürlich auch eine Menge Bling-Bling, die man verbauen kann. Das wäre jetzt Serie und das ist jetzt mal die gepimpte Variante mit Titanschräubchen zum Einstellen und Achsklötzen von Zeta. Und natürlich kann man auch auf der anderen Seite noch eine wunderschöne Schraube verbauen. Ist verrückt, aber wir wollen natürlich auch gucken, was geht. Auspuff, den nehmen wir natürlich. Im Moment haben wir die verrückte Situation, dass wir so viele Auspuffe verkauft haben, dass wir ausnahmsweise selber noch keine wieder haben oder nur noch in ganz geringer Anzahl und Farbauswahl. Das soll sich aber bald ändern, weil die Italiener endlich wieder anfangen zu produzieren. Ja, was gibt es noch für Unterschiede? Na, zum Beispiel seht ihr hier einen ziemlich krassen Lenker natürlich, diesen Fettbarlenker mit Lenkungsdämpfer. Das wollen wir beim Rallye-Fahren sehen. Das hat die Lady da drüben natürlich noch nicht zu bieten. Wenn wir bei verrückt sind, dann müssen wir natürlich ganz sicher über diesen Rallye-Tower reden, der einfach nur krass ist.
Lasst euch den dann mal zeigen, wenn wieder alles zusammengebaut ist. Ich kann an alle Zusatzscheinwerferfreunde jedenfalls die Message senden: Freunde, ich brauche keine Zusatzscheinwerfer. Das, was hier vorne drin ist, das reicht wirklich. Original sieht es dann so aus. Ich war bei der 1000-Kilometer-Rallye in der Nacht von dem originalen Licht der 800er nicht so begeistert und das lag jetzt auch nicht an irgendeiner Scheibe oder so. Wir haben es so oder so ausprobiert. Ich hätte gern mehr gesehen, ja, für eine Adventure Enduro. Was beide Motorräder übrigens haben, wenn wir gerade beim Thema Licht sind, natürlich die LED-Blinker in den Handprotektoren integriert und das muss auch sein, weil vorne einfach bei der hier sowieso kein Platz mehr ist für Blinker und bei ihr hier der Blinker-Halteplatz als Scheibenhalter umgebaut wurde. Keine Angst mit den Kratzern hier, das ist unsere Prototypenscheibe. Die neue Scheibe liegt noch im Regal für dieses Motorrad. Natürlich ist das ganz neu und da kommt auch eine ganz neue Scheibe dran. Sitzbank sieht man auch mal einen Unterschied. Das ist unsere Rallye-Sitzbank, die schön eben ist und damit natürlich viel Bewegungsspielraum bietet. Und natürlich weiß ich, dass nicht jeder so ein Riese ist, aber die Sitzbank wäre mir fürs Enduro-Fahren einfach nicht gut genug, weil ich da mit meiner Körpergröße mich nach hinten gar nicht bewegen kann. Der Ausschnitt gibt natürlich Sitzhöhe, niedrige Sitzhöhe, dass es jeder erreichen kann. Ja, das ist so mal im Groben vielleicht erzählt, was hier passiert ist. Es gibt natürlich noch so Details, wie beispielsweise die Fußrasten und der Fußschalthebel. Das sieht jetzt hier auch schon ein bisschen anders aus, wie Bremshebel auch. Hier gibt es natürlich jetzt Rallye-taugliches Zahnmaterial, wobei man natürlich sagen muss, dass bei der Suzuki ja jetzt auch ein gezahnter Bremshebel da ist und auch die Gummis von den Fußrasten abnehmbar sind. Dadurch hast du schon mal gute Fußrasten. Was mir ein bisschen aufstößt, ist eben, dass hier der Bolzen für die Fußrasten doch sehr dünn ist. Das war mal bei der DR BIK die Sozius-Fußrastenstärke. Und normalerweise gehört bei einer Enduro ein 10er Bolzen in die Fußraste rein. Das machen wir dann hier einfach größer, das Loch, und setzen die ein. Das Material ist genügend da. Wir vergleichen das mit der Fußraste von der DR BIK und sehen dann, na, hier muss aber noch eine dran. Und sehen dann, dass das passt. Ja? Nochmal noch Vergleich, nochmal die Schalthebelseite. Also das ist jetzt mal die Rallye-Ausführung mit verstellbarem Schalthebel und Aluminiumkopf und Pivot-Pex-Raste. Und hier haben wir dann die Serienausführung. Da gibt es einen Gummischalthebel oder einen gummierten Schalthebel und auch Fußrasten noch mit Gummi drauf. Wenn ich jetzt auf der Straße fahre oder auch mehr auf der Straße fahre, ist natürlich ein Aluminiumschalthebelkopf nicht so komfortabel. Das gibt dann halt irgendwann Abrieb an den guten Straßenstiefeln. Motocross-Stiefel ist das aber egal, schwöre ich. Ja, was gibt es noch für Unterschiede? So Kleinigkeiten. Hier ist natürlich noch die Seilzug betätigte Kupplung verbaut, wobei die jetzt nicht unbedingt schlecht ist. Und bei dem Motorrad hier gibt es dann eine hydraulische Heimeck. Die bleibt natürlich bei Druckpunkt und Betätigungskraft unerreicht. Also es kann zumindest eine Seilzugkupplung nicht bieten, ja, was die Heimeck kann. Klar, über Lenker haben wir schon gesprochen. Was am Lenker noch gibt, das sind hier die Pro-Brake-Hebel. Die haben wir ja im Programm, übrigens jetzt auch für die Heimeck-Kupplungsarmatur, sodass man, wenn man eine Heimeck hat, jetzt links und rechts gleiche Hebel hat. Das finde ich sehr schön vom Pro-Brake, dass sie das mit uns da durchgezogen haben. Und hier sind noch die originalen Hebel dran, die passen aber auch in diese neuen extremen Bügelprotektoren, nicht Prügel, also draufprügeln kann man schon, aber auf die neuen extremen Bügelprotektoren passen die. Oder da passen die Hebel, die serienmäßigen, auch rein. Die Verkleidungsscheibe bei der für die Straßenanwendung, die wird natürlich verschraubt. Beim Rallye-Motorrad gibt es da Schnellverschlüsse.
Ich habe überlegt, ob das Sinn macht, Schnellverschlüsse für eine Verkleidungsscheibe anzubieten. Bei einem Motorrad, was eben auch mal auf dem Parkplatz steht, ist das vielleicht nicht so eine gute Idee. Dann macht mal einer Schnellverschluss und dann ist deine Scheibe weg. Und deswegen machen wir da Schrauben rein. Übrigens, das hier ist der Griff nicht zum Wegschmeißen, sondern zum Rausziehen aus dem Dreck, weil ja hier hinten auch nichts zum Packen ist. Wobei mein Argument ist, dass die originalen Gepäckträgergriffe so weit oben sind, dass du sowieso keine richtige Hebelwirkung hast. Hier so tief unten, also kann man mit gestreckten Armen sich schön dagegen stemmen, ist der Griff auf jeden Fall von den Hebelverhältnissen viel besser und viel günstiger. Was nicht unbedingt ein Rallye-Motorrad oder was ein Rallye-Motorrad nicht unbedingt braucht, aber wo ich jetzt Fan davon bin, weil ich ab sofort keine Kette mehr selbst schmiere, ist natürlich von der Firma CLS, von meinem Freund Heiko, der elektronische Kettenöler. Und da muss ich sagen, egal ob Offroad-Days oder 1000-Kilometer-Rallye, das Ding ist sein Geld wert. Es kostet viel, aber wenn ich das ausrechne, wie viel Kettenspray ich auf meinen Kilometern verballer, dann sage ich mal, nach 20 Dosen Kettenspray habe ich es auch wieder drin. Stahlflexleitungen haben wir hier verbaut. Das haben wir nicht gemacht, weil das dringend nötig war, sondern einfach, weil wir es mal probieren wollten. Der Stutzbügel, den ihr hier seht, das ist noch ein Vorserienmodell, den wird es aber bei uns geben. Und der ist im Gegensatz zu den ganzen anderen Hobby-Stutzbügeln wirklich Rallye getestet und hat auch einen höheren Stabilitätsanspruch als die bis jetzt im Handel verfügbaren, sage ich mal. Die haben wir uns schon angeschaut und haben gesagt, die sind uns nicht stabil genug. Wenn du das Ding wirklich mal richtig juckst, dann sind da zu viele Blechstreifen drin, die nachgeben können. Und das muss nicht sein. Wir wollen, wenn überhaupt, dass dann, wenn es denn überhaupt was zum Nachgeben gibt, dass dann die Struktur des Bügels in sich ein Stück nachgibt. Das haben wir entsprechend kalkuliert und berechnet und dann haben wir es ausprobiert. Und wie haben wir das gemacht? Wir sind einfach mal gefahren und gefallen. Gut, das ist einfach mal eine kleine V-Strom 800 Wahnsinnsgeschichte. Seitdem das Motorrad in Mailand erschienen ist, war ich schon der Meinung, dass es die neue Derbig wird. Und ich denke, dass sie diese Aufgabe auch locker in den Griff bekommt. Ich denke, da gibt es sicherlich noch mal das ein oder andere Werkstattvideo. Bis dahin sage ich mal, bleibt doch ein bisschen neugierig. Nächste Woche ist Hartalpitour und dann kann das ganze schöne Bling-Bling, was hier zusammengeschraubt wurde, zusammen mit dem Fahrer mal zeigen, was es denn so kann. Schauen wir mal.